Hallo, in diesem Video geht es um Gülletransport. Hier gehen wir über den Jobmenü unter Fahrzeuge, Ertragssteigerung und hier die Kategorie Gülletransport. Wir fangen mal mit dem Zunhammer ULT 18 an. Ist ein Anhänger. Kann man also hinten bei jedem Gerät, wo eine Anhängerkupplung dran ist, anhängen. Hat eine Kapazität von 15 Kubikmetern und ein Gewicht von 3,5 Tonnen. Unter Konfiguration können wir hier den Reifenhersteller und die Reifenvariante ändern. Dann kommen wir zum Zunhammer ULT 24. Ist auch wieder ein Anhänger, wo man Anhängerkupplung anhängen kann. Hier aber mit drei Achsen. Hat eine Kapazität von 21 Kubikmetern und ein Gewicht von 5 Tonnen. Unter Konfiguration können wir den Reifenhersteller und die Reifenvariante ändern. Dann haben wir den Garant oder von Kotte den Garant DSA 30.000. Das ist jetzt was für Sattelfahrzeuge. Also man braucht ja eine Sattelzugmaschine oder eben so eine Dolleachse, um den transportieren oder anhängen zu können. Wir hatten eine Gesamtkapazität von 30 Kubikmetern und ein Eigengewicht von 6,8 Tonnen. Unter Konfiguration können wir hier die Hauptfarbe und die Felgenfarbe ändern. Dann kommen wir zum Kotte Garant FRC 65. Das sind so Container, die bringt man ans Feld und von da ab kann man dann diese Gülle abpumpen. Hat ein Fassungsvolumen von 65.000 Litern, ein Eigengewicht von 4,3 Tonnen und empfohlene Motorleistung hierfür sind 70 PS. Genau, Konfiguration können wir, unter Konfiguration können wir den Reifenhersteller ändern, die Reifenvariante und die Hauptfarbe. Okay, gut, das war's dann zum Gülletransport. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, könnt meinen Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann. Yeah.